Andere haben ein Messerproblem. Ich sammle jetzt keine Messer. Ich habe zwar einige, die im Laufe der Jahre zusammengekommen sind, aber ich sammle sie nicht. Was ich allerdings wirklich ein Problem habe, ist Rucksäcke. Und im Laufe der Zeit, über die ganzen Jahre, ist es halt immer wieder so, man hat Sachen, die man immer mitnehmen muss oder mitnehmen will. Und das Problem war halt, ein Taschel dort, ein Taschel dort. In dem Fach habe ich das drinnen, in dem Fach habe ich das drinnen. Und irgendwann einmal war das einfach zu oft, weil ich immer wieder Rucksäcke wechsle. Immer wieder das Ausräumen, Reinräumen, dann kommt man nach Hause, räumt es wieder um. Deswegen habe ich mir irgendwann einmal vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren, überlegt, schön wäre es, wenn man das alles, was man da immer wieder wechselt, natürlich alle anderen Sachen, aber die Kleinigkeiten, die ich immer wieder dabei haben möchte, in eine einzige Tasche reinzugeben. Und um das Taschel geht's heute. Das ist also ein typischer Organizer, ein bisschen ein größerer, wie man es auch vom Expedition, wo ich auch einige habe, davon erkennt. Sehr praktisch, kann man immer wieder raus und rein holen, logischerweise. Und so schaut es drinnen aus. Ja, wo fange ich denn jetzt da an? ich bin Dampfer. Nichtraucher seit 2016, Ende 2016, und bin auf Dampfen umgestiegen. Das Dumme bei dem Zeugs ist, man kann nicht überall einen Zigarettenautomaten oder einfach eine Packung Zigaretten mitnehmen. So gesehen muss ich halt immer wieder schauen. Also habe ich mir angewöhnt, dass ich immer was dabei habe. In dem Fall jetzt zum Beispiel Ersatz-Akkus. Ein Ersatz-Dampfer, der ist da drinnen. Das heißt, das muss, egal. Ein Ersatz-Akkuträger, wo die Akkus reinkommen. Liquid habe ich immer einzeln einstecken, somit kommt das dann nicht rein. Was habe ich noch erinnern? Ich habe einen Kugelschreiber. Ich habe meinen heißgeliebten Spork, den habe ich auch immer dabei. Ich habe da drinnen einen Notizblock, mein Reisepass, den habe ich auch immer da drinnen. Logisch, weil sonst würde ich es ja nicht sagen. Ein Kamm. Die kann jetzt auch weg. Was mir erst zuletzt den Hintern gerettet hat, waren diese guten Dinger. Da habe ich jetzt vor kurzem das allererste Mal, ich habe einen Termin gehabt, habe mich ein bisschen verschätzt, was das Wetter angeht, und habe das Pech gehabt, dass ich nicht irgendwo rein habe können zum Aufwärmen, bin draußen herumgetackelt. Habe mir nicht wirklich aufwärmen können, es war einfach viel zu kalt. Da habe ich mir eins von diesen Dingen eingesteckt, aufgemacht, und das T-Shirt, also aufs oberste T-Shirt draufgeklebt, und das hat mir echt den Hintern gerettet. Zu dem Zeitpunkt habe ich festgestellt, besser wäre vorne und hinten, deswegen habe ich jetzt auch 2 da drinnen. Und ja, ich würde das nicht empfehlen, weil es ist einfach Müllproduktion und das setze ich wirklich nur im Notfall ein. Das habe ich nicht ständig im Einsatz oder sowas. Da kann man sich ja Wärmflaschen machen, was auch immer. In dem Sektor habe ich... Da drinnen sind Kondome. falls mir... damit ich Wasserbomben machen kann. Da drinnen ist ein Ladekabel mit Ladegerät. Die Idee dahinter ist, falls ich einmal ins Spital kommen muss oder ins Spital muss oder einen Notfall habe und irgendwo kann mein Handy, ist das einzige, womit ich meine Frau oder sonst irgendjemand erreichen kann, und dann ist der Akku leer. Könnte ich ja jetzt eine Powerbank einpacken, aber das ist sich da irgendwie nicht ausgegangen. Ich könnte da vielleicht eine Powerbank reinstecken. Schauen wir mal, ob ich das noch machen werde. Momentan habe ich es nicht für notwendig erachtet. Dann habe ich da drinnen noch eine Lupe. Ich bin ein bisschen scharsaugert und zum Feuer machen. Ja. Da hat man auch schon ein paar Mal in den Hintern gerettet. Duct Tape, also Panzerband. Kann man nie
nichts falsch machen, wenn man das nicht hat. Dann habe ich einen Spiegel, wofür man den brauchen kann, wisst ihr, wenn man so eitel ist. Dann habe ich da drinnen dieses Döschen. Da drinnen ist Reservegeld, also Notfallgeld. Für einen Akku, für einen Dampfer. Triptip, also so ein Mundstück und ein Feuerstahler, ganz kleiner. Notfalltabletten, persönliche Tabletten mit einem Zettel drinnen, wo drauf steht, wann sie ablaufen. Wobei mich interessieren würde, kennt sich irgendjemand aus, was passiert eigentlich mit Tabletten, wenn sie ablaufen? Sind die dann wirklich nicht mehr zum Gebrauchen oder benutzt ihr die? Schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr so lieb seid. Dann habe ich hier noch Towel-Tabs, das sind so Pressdinger aus Holzfaser, Zellulose. Wenn man da Wasser drauf gibt, wird ein schönes Tuch draus. Ist ganz praktisch. Und da drinnen habe ich noch Kopfhörer, falls ich die einmal brauche. Und ja, was Klogänge im urbanen Raum, sage ich mal, in der Fremde angeht, bin ich ein bisschen wie Monk. Allerdings, wenn es wirklich nicht anders geht, habe ich Toilettensitze dabei. Also so Auflagen für einen Toilettensitz. Da vorne habe ich noch ein paar Alkoholpads. Ein bisschen ein Taschentuch und noch einmal Towel-Tabs. Ja, das war's. Das habe ich alles immer mit. Das kann ich jederzeit von Tasche zu Tasche transferieren. Habe ich eh schon gesagt. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten freut mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.